Lieber Pierre, lieber Horst, es ist eine Wahnsinnsaufgabe für mich. Ich habe 3 Tage lang trainiert, um das hinzubekommen. Ihr werdet sehen, habt ihr noch nie erlebt, so etwas Einzigartiges. Jetzt ihr beide, Augenklappen aufziehen und ich koche jetzt für euch. Sie haben ihn erkannt, das war Tim Melzer, der für uns kocht. Augenklappen aufziehen. Er meint diese Brillen, damit wir jetzt nicht sehen, was die anderen, unser Publikum zu Hause und im Studio sehen wird. Nämlich die Art und Weise, wie Johann eine Speise zubereitet, die wir gleich hier serviert bekommen. Ich weiß wirklich nicht, welche Speise. Ich spiele immer fair in der Show. Und dann geht es darum, am Geschmack zu erkennen. Wir setzen die jetzt aber nur auf, um nicht den folgenden Film zu sehen. Bist du soweit? Ja? Ich wäre okay. Soweit, ja. Dann mach ich mal kurz den Test. Hörst du mich noch, Horst? Nein. Sehr gut, die Brille funktioniert. Dann könnt ihr jetzt den Film abfahren. Das Wesentliche. Boah. Total aromatisch. Nicht vergessen, legendär, Clemens Wilmenroth. Viel Freude. Schau, ist einfach zu trocken. Premiere im deutschen Fernsehen. Das Wichtigste. Das Auge ist mit. Lecker. Können wir ausziehen? Okay, kann man ausziehen? Ja, ja. Können wir ausziehen, okay. So. Die Speise, die Johann zubereitet hat, hat er durch einen Mixer gelassen, weil ja. Es ist ja, weißt du, Smoothie-Kultur. Du hast nicht viel Zeit, es muss schnell gehen und dann macht man eben einen Smoothie. Kann man im Foodtruck verkaufen. Genau, sehr gut. Das ist Hipster-Essen. Ja. Ich bin jetzt mal so... Das ist sogar warm. Natürlich. Oh Gott. Es ist ja nichts anderes. Es ist nur das, was im Geiste passiert. Am Ende sieht es im Magen so aus. Es hat was Haferiges oder so, ne? Oder ja, es hat was Haferiges. Ich könnte mir fast vorstellen, was es ist. Oh, ich hab auch eine Ahnung. Ja. Mhm. Also allein vom Geruch könnte ich schon fast sagen, was es ist. Mhm. Weil er hat eben was gesagt, das hätte er nicht sagen dürfen. Was denn? Er hat Clemens Wilmenroth gesagt. Hat er das gesagt? Hat er gesagt. Ich hatte die Brille auf, ich hab's nicht gehört. Also es schmeckt... Ja, das ist eindeutig. Ich würde sagen... Ich weiß, was es ist. Ich sag... Panierte Schnitzel? Nein. Soll ich sagen ja? Schon? Ich sag panierte Schnitzel mit Pommes. Was sagst du? Da ist ein Toast dabei. Echt? Ja, klar. Echt? Ja. Echt? Ja. Okay, wir lösen auf. Da ist ein Toast dabei. Legendär, hat mit Hawaii nichts zu tun, deutsche Erfindung, Toast Hawaii. Super, vielen Dank, Johann. Okay, komm, wir spielen noch eine Runde. Genau, sehr gut. Sehr gut. Ich muss an der Stelle noch mal sagen, wenn Sie jetzt denken, das ist Lebensmittelverschwendung, nein, das wird alles bei uns morgen in der SWR-Kantine als Suppe verkauft. Ja. Das ist also mit... Das Nachtisch. Ja, das ist der Nachtisch, das merkt keiner. Okay, wir haben noch... Ja, also noch Bildchen, aber wir machen jetzt, wir spielen das jetzt bis Mitternacht. Wir spielen das jetzt bis Mitternacht. So. Gott, hätte ich das gewusst, darf ich keine Werbung machen, aber ich hätte mir so ein Kräuterlikör mitgebracht. kriegst du später im Backstage. Ich habe meine Brille auf, hast du deine Brille auch auf? Ich habe meine Brille auf. Okay, dann. Johann? Wir sind soweit. Jetzt wird's oberlecker. Was brutzelt? Alle lieben das. Die Soße muss dick sein. Er kocht auch, und ne? Und die Garnitur. Ja, gut. Das klang nicht gut. Das klingt das sehr klang schlecht. Ja. Nicht. Also richtig. Die Soße wird nur lecker mit viel Rotwein. Rotwein. Die sind gleich besoffen. Das bisschen, gerne. Was man essen kann, kann man auch trinken, oder? Ich kann die Brille wieder abnehmen. Okay. Ja. Völlig klar. Ich hab's gerochen, aber ich. Wollen wir mal anstoßen eigentlich? Ja, ne? Ja, warte mal. Stößchen! Stößchen, Horst! Schön, dass du da bist. Ja. Hm. Jetzt sag nicht Ex und Hop. Boah, das Kind! Nee. Aber überraschend. Ich glaube, das wird Hipster. Ich glaube, wenn du das in Tüten anbietest, am Prenzlauer Berg. Ja. Ich würde sagen, es ist ein Sauerbraten. Oh, du bist auf der richtigen Spur. Ich würde sagen, es ist ein Sauerbraten. Es ist ein guter badischer Sauerbraten. Hm. Das ist ein Sauerbraten, da ist Essig drin. Der überlagert sogar ein klein bisschen noch den Rotwein. Aber nicht nur Sauerbraten. Nee, da sind Knödel mit drin, Rotkohl.
Genau, genau, klassischer Sauerbraten, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Lösen wir mal auf. Mmh. Du sollst nicht essen. Wenn der gut gemacht ist, einzigartig, besonders. Das stimmt. Sauerbraten, Rosinen, Rotkraut und gebratene Semmelknödel. Sehr, sehr gut. Danke, Johann. Eine Schlussrunde noch. Eine Schlussrunde noch. Komm, komm. Eine Schlussrunde. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, Gleichstand oder so, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also eigentlich sind wir, ja. Fast gleich, ne? Fast gleich. Dann machen wir jetzt. Also wir beide auf jeden Fall. Okay, wir gucken, gucken wir mal. Wir gucken nicht, wir sehen ja nichts, wir können ja nicht gucken. Okay. Nein. So, dann. Dann hören wir mal. Hm? Fahr ab. Ja. Gar nichts mitbekommen. Ich hab nichts gesagt, ne? Ja, das ist schade. Er müsste doch was sagen. Mein Gott. Ganz wichtig, mit Liebe anrichten. Ihr dürft wieder die Brille abziehen. Guten Appetit. Brille abziehen? Ja, ja, ja. Okay. Jetzt hat er gar nichts gesagt. Jetzt hat er nichts gesagt, außer mit Liebe anrichten. Ist das oben Koriander oder Petersilie? Das ist ja auch wichtig, ne? Das ist ganz wichtig. Petersilie. Petersilie. Mhm. Ich habe meins gegessen. Wieso isst du deins? Die Petersilie? Nee, lass mal. Die Petersilie ist das Einzige, das noch ganz ist. Und das isst du nicht? Ja. Na gut. Die könnte den Geschmack jetzt verfälschen. Schmeckt jetzt nicht so. Wollen wir mal auflösen? Ja, ihr müsst auflösen. Ich will noch einen Tipp. Gib mir einen Tipp. Gut, ich sag Neapel. Neapel? Neapel? Eine Pizza? Ja, das. Scheiße. Guckt euch die Auflösung an. Nein. Doch, natürlich, eine Pizza. Pass mal auf. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, wir lieben sie. Die Pizza. Und die ist hier lecker. Ist sie nicht, das stimmt nicht. Nee, ist sie nicht. Nee. Pizza, meine Damen und Herren. Nee, das war's. Nee, wir haben einen Sieger. Horst ist Sieger. Horst liegt ein Sieger. Du bist Sieger. Und du hast nichts gemacht.